ist es. Und aufsammeln. Nanichir, Gelaer Mordor. Aha. Ivartskdangarnen. Ist ja klar. Ich würde gerne einfach hier runterspringen. Das wäre schön. So, wenn man nicht immer so lange brauchen würde. So, jetzt sind wir unten. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Informationen. Momentan lassen wir das Politische ein bisschen außer Acht. Da oben können wir wieder ein paar Gefangenen helfen. Und hier aber noch ein Artefakt. Das können wir nochmal aufsammeln. Ich komme mir echt so ein bisschen vor wie bei Infamous. Wo ich die ganze Zeit den Nebenaufträgen hinterhergelaufen bin. Na. Was ist denn da los? Ach, natürlich. Wir müssen irgendwie da rüber. Na komm, hoch mit dir. Hoch, sage ich, hoch! So, wo ist es denn? Da liegt es. Aufsammeln. Lass die mal kämpfen da unten. Umhangschnalle eines Waldläufers. Diese Zierschnallen aus Metall wurden von Waldläufern hauptsächlich dafür benutzt, ihre Umhänge geschlossen zu halten. Als Gardisten Gondors wurden den Waldläufern von ihren Meistern die höchsten Ansprüche abverlangt, was bedeutete, dass sie diese Schnallen auf Hochglanz polierten. Waldläufer nutzten ihr Schnallen auch als behelfsmäßige Signalgeräte. Sie spiegelten damit das Sonnenlicht und kommunizierten so über große Strecken mit ihren Kameraden. Mich wundert generell, dass diese Waldläufer, die ja viele auch im Wald mit Zweigen und sonst was unterwegs sind, immer diese Mäntel getragen haben, weil die müssten sich ja theoretisch überall verheddern. Die waren doch eher störend. Habe ich nie verstanden. Aber gut, wir müssen den Erinnerungspunkt finden, der wahrscheinlich hinten ist. Da ist er. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Ja, zuschlagen ist ja sehr oft nötig, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon zugeschlagen habe in diesem Spiel. Die Ael war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Unser Sohn, die Ael. Also deiner und meiner natürlich. Unser Sohn. So, die Viecher haben uns noch nicht gesehen, hoffe ich, ne? Die laufen da unten jetzt irgendwie quer durch die Gegend. Boah, ist das laut immer. So, dann düse ich mal da runter. Dann schnappen wir uns das da. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Und dann laufen wir uns die Rangleiter empor. Das heißt, Redbacks Machthunger wächst beständig an. Aha, das heißt, wir kämpfen uns dann bis zur nächsten Hauptquest vor, so ein bisschen. Dann verbinden wir das Nützliche mit dem Praktischen. Oh nö, haben die uns gesehen? Aber die dürften jetzt ja auch keine Gefahr mehr sein. Östliche Garnisonfestung, na Glückwunsch. Aber zum Glück, zum Glück haben wir hier das, was wir suchen. So, Schaufelrad. Dieses Zahnrad stammt von einer der großen Kriegsmaschinen der Uruk. Vielleicht einem Schaufelradbagger. Während die Uruk tiefer und tiefer nach Mordor eindringen, reißen sie den Boden auf der Suche nach Ressourcen auf, die für die Kriegsanstrengungen des dunklen Herrschers so wichtig sind. Schaufelradbagger fressen sich durch die Erde, um Metall für die Schmieden, Ton für die Brennöfen sowie jegliche Artefakte, Waffen und Werkzeuge hervorzuholen, die von Nutzen sein könnten.
Und da haben wir die Erinnerung. Hier, das habe ich in Udun gefunden. Was ist es? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Udun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Wieder eine Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Die Statue da oben ist ja auch sehr vielsagend. Die Uruk, die der Grabwandler erledigt hat, haben einfach nicht gut genug gekämpft. Wenn er auf uns trifft, kommt er nicht davon. Natürlich, die Orks wieder alle am Prahlen hier. Kommen wir da rüber? Was würde ich für einen Kampf gegen den Grabwandler geben? So stark kann er ja nicht sein, oder? Weiß ich nicht. Geflüster des Todes. Jeder Diener des dunklen Herrschers, der ihnen dieser Nacht seinem Ruf folgte, sollte den Morgen nicht mehr erleben. Forme die Legende des Dolches Archa. Radlok hat den Tag getötet und ein ganzes Fass Grog für sich bekommen. Hat er nicht. Er hat es vom Hauptmann geklaut, als der gerade ein paar Bleichhäute niedergeschrien hat. Der Narr könnte den Tag nicht töten, selbst wenn seine Waffe brennen würde. Kommen wir hier hoch? Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese Ich habe was gesehen. Lass dich nicht entdecken. Das dürfte schwierig werden hier oben. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten. Da war doch ein Geräusch. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Bauern warten. Sein Bettstein ist schon den halben Er sagte mir, wann immer sein Schmiedefeuer auszukühlen drohe, würde er einen Sklavenmeister als Brennstoff hineinwerfen. Das würde ich zu gerne sehen. Das würde dem Rest sicher sein. Drei von fünf. Und noch wurden wir nicht entdeckt. Denn Tote machen keinen Lärm. Ich hörte, dass der Waldläufer sich am liebsten leise wie der Wind verlegt. Ach, Alter, was bauen die denn hier krasses? Boah. Voll übertrieben. So, ach, da unten haben wir wieder ein bisschen Bait. Wer ist das denn? Garm. Garm der Folterer, anfällig für Schleichtodesstöße. Hasst Karagor. Wir sind aber nicht seinetwegen hier, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Und ich würde gerne unentdeckt bleiben. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein, was denn? Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Sonst bekommst du weitere Schläge.
Ortes. Frag mich, was diesen... So, alles erledigt. Östliche Garnison haben wir ausgeführt. Moment! So, wir wollen ja niemanden anlocken. Wir wollen ja keinen Alarm schlagen. Können wir den jungen Mann da anlocken oder sieht er uns vorher schon? Habt ihr das gehört? Was war das? Das war dann wohl ich. So, ich wollte nur hier oben mal ein bisschen aufräumen. Einfach nur aus Prinzip, weil ich das mit dem Anlocken sehr schön finde gerade. Der Höhlensohn sagte mir, dein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn also. Hallo, Sklave. So, entweder respawnen die hier oder da kommen welche nach, ich weiß es nicht. Du fetter, fetter, stinkender Ork. So, gibt immerhin so ein paar XP und wenn man die schon mal kostenlos dazu... Schieße Köder herab. Hier gab es einen Mord. Da ist ein blauer Pilz. Halt, da ist ein gelber Pilz da hinten. Den brauchen wir momentan. Den hole ich mir mal eben. Denn die sind selten und sonst weiß ich nicht, wo wir einen finden können. Ach du Heilige, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Serviert der Koch uns nichts als Spinnensuppe. Befohlen, das Sklavenfleisch zu rationieren. So, da haben wir ihn. Überlebensherausforderung abgeschlossen. Das war Nummer 2 und es folgt wahrscheinlich Nummer 3. Remmentrond und Azuradan. Rot. Da ist doch gleich so ein rotes nebenan. Solange sie kämpfen können, ist mir das egal. Du armseliger Boom. So, den Spaß gönne ich mir immer wieder gerne. In diesem Fall bringt es uns wahrscheinlich gar nichts. Der Kart meint, er kann uns alle zu Holzkohle verarbeiten. Zeig ihm, dass er falsch liegt und seine Feuertricks hier und heute enden. So, da sehe ich gar nichts, wenn ich das mache. Nein, jetzt hampel doch nicht rum, Junge. Entschuldigung. Wenn du den grauen Schleim aus den Sklaven verstehst, steht dich... Hab ich mir wohl nur eingebildet. Bleib wachsam. Sicher ist sicher. Hast du dir nur eingebildet, mein Freund? Hast du dir nur eingebildet? Genau wie du. Aber von denen kommen ja sowieso unendlich viele neue nach. So, den Pilz haben wir uns geholt. Da unten ist nichts mehr. Was ist das denn da für ein schönes Totenköpfchen? Garm der Folterer, ach, das ist der. Besiege Garm und da haben wir noch einen Ithildin. Westliche Garnisonfestung, das wird wahrscheinlich nicht so einfach zu sein.
nicht so einfach zu sein, nicht so einfach sein, da reinzukommen. Jagdherausforderung, töte 3 Spinnen. Eine fehlt uns noch, ich weiß gar nicht, wo es die gibt. So, der Sturm des Krieges, da würde ich als nächstes dann gerne hin. Ein Krieg ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. So. Und da haben wir es schon. Der Sturm des Krieges. Die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Udun verstreut. Also bestieg er seine Bestie, um seine Gegner nah und fern niederzustrecken. Forme die Legende des Bogens. Das kennen wir ja schon. Was müssen wir denn diesmal machen? Oh weh. Reite den Karagor. Okay. So reiten wir den Karagor. Finde den Spähtrupp. Ach du Heilige. Innerhalb von 5 Minuten sollen wir den Spähtrupp finden. Also müssen wir eigentlich nur dahin reiten, oder nicht? Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass uns das von unserer Position ein bisschen abbringt gerade. Ein gelber Pilz. Erst filmen wir keinen und dann 1000. Und rüber, mein Kleiner. 3:30. Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit, aber wir müssen noch 6 umbringen. Wir haben erst 4 erledigt. Ich glaube, die sind da oben. Na komm schon, Kleiner. Du schaffst das. Okay, vom Reittier kriegt man also auch Elbengeschosse. Scheiße. Alter, willst du mich verarschen? So, tut mir leid, Reiti. 2:30. Eieieiei, warum müssen die so weit auseinander liegen? So, hier reite ich querfeld ein. Komm schon. Gut gemacht, Großer. Gut gemacht. Hier, über die Leiter. Da ist leichter natürlich. Auch für ein Reittier. Nein, scheiße. Ich dachte, wir können auf dem Dach landen. Geschafft und sogar in der Zeit. Hervorragend.
So, das haben wir also erledigt. Dann wären wir wieder hier unten, wie es aussieht. Und jetzt können wir doch theoretisch noch hier das Isildin holen. Eventuell. Leider hält unser Reittier nicht... toll. Leider hält unser Reittier nicht mehr so viel aus. Sein und da ist es auch schon. Wir haben gerade den Typen daran gehindert, Alarm zu schlagen. Wer sich gefragt hat, warum wir da hinterhergestürzt sind. Modriger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Und wir finden natürlich auch hier den Erinnerungspunkt und dort ist er schon. Ist das Arthelas oder Hedlas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun... Es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Groß. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirkon. Ah. Und die ganzen Sachen, die wir finden, erzählen quasi nicht nur irgendeine kleine Minigeschichte, sondern das hängt schon alles zusammen. Ich glaube, die Ausgestoßene war doch die, die Essen geklaut hat. Wenn ich mich recht entsinne, ist schon ein paar Folgen her. Das ist ja schön. Finde ich ja irgendwie gut. Oh. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Hael erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Da drüben hat sich etwas bewegt. Okay, hier wird gleich Alarm gebimmelt. Ich glaube, ich verpiesel mich. Alarm gebimmelt oder nicht? Wir könnten uns natürlich auch den feisten Endgegner schnappen. Hast Karagor. Hat er uns denn schon gesehen? Wie kann er uns gesehen haben? Uruks würden sich niemals versklaven lassen. Lieber würde ich mich selbst enthaupten, als so etwas. Offenbar hat er uns gesehen. Na, dann komm mal her, mein Freund. Du, Marden! Du solltest dich glücklich schätzen, dass es mir damals langweilig wurde. Dieses Mal werde ich nicht so schnell das Interesse verlieren. Ach, das ist doch der junge Mann, der damals geflohen ist. Der feine Herr Folterer. Mischt euch nicht ein, Freunde. Na, großartig. Ja, mehr Blut!
Okay, das sind sehr viele langsam. Nächstes Mal gehörst du mir! Wie das letzte Mal, der feige Hund flieht. So, mal gucken, ob wir den kriegen können. Alter Schwede, ist der feige Folterer schnell. Wir haben leider keinen Pfeil mehr. Guck dir das Häschen mal an, wie es laufen kann. Der Grabmann war so viele. Ne, entkommen. Ich war doch eben auf seiner Spur. Och, das ist doch scheiße. Ich war gerade auf seiner Spur. Ein Schlag, der wäre weg gewesen. Och, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin ihm noch hinterhergelaufen, Manno. Es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Das haben die anderen bereits alle in ihre gierigen Mäuler gestopft.